Also heute hat jeder Gas gegeben. Wir haben fast jeden Zweikampf gewonnen. Und ja, also wir wollten dieses Spiel gewinnen. Es war einfach klasse, wie wir heute gespielt haben, wie wir zusammengespielt haben und wie jeder für den einen gekämpft hat. Danke, mir geht's gut. Das war ein knapper Sieg, aber insgesamt würde ich auch schon sagen, verdienter Sieg oder nicht unverdienter Sieg. Wir hatten mit Radolfzell einen Gegner, der sehr gut Druck auf unsere Abwehr oder auf unseren Spielaufbau ausgeübt hat, die wiederum aber Räume in ihrem Rücken gelassen haben. Das haben wir immer wieder auch gut ausgenutzt. Das Tor zum richtigen Zeitpunkt auch erzielt. Und ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Wir haben jetzt 7 Punkte auf dem Konto. Das ist für uns als U14 als junger Jahrgang nicht selbstverständlich. Und das ist wirklich ein sehr guter Weg, den wir gerade gehen. Und ich hoffe, dass der so weitergeht. Ja, 1-0 verloren durch einen individuellen Fehler in der ersten Halbzeit. Ja, komplett ärgerlich verloren. Karlsruhe stand hinten gut da. Wir haben das Spiel gemacht im Endeffekt, aber in der Liga wird man eiskalt bestraft, wenn man da einen Fehler macht. Ja, jetzt gehen wir mit 0 Punkten nach Hause. Nächste Woche gegen Kickers, die Jungs aufbauen, dann schauen wir mal, wie es weitergeht.